Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online mit den beliebtesten Leveln am Sonntag und natürlich eurem Basti, da bin ich. Okay, wir schauen mal, was für Level diesen Sonntag auf uns warten. Ich bin gespannt. Mrs. Green Apple ist ein Musiklevel, lassen wir aus. Platz 2, Musiklevel, lassen wir aus. Northern Snowfield gegen die Zeit, 10 Sekunden, 14% Abschlussrate. Warum ist dieses Level auf Platz 3? Ist es so gut? Macht es oder hält es das, was es verspricht? Wir schauen es uns an. Was müssen wir machen? Okay. Okay, alles klar. Ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Aber ich denke mal, wir sollten das auf jeden Fall hinbekommen. Wir hätten es wahrscheinlich geschafft. Ich hätte springen müssen und so. Rutschen, springen, springen. Da waren wir ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir dann einen Drehsprung machen müssen. Ist gefährlich. Ist eigentlich gar nichts. Okay. Ist gar nicht so schwer eigentlich. Genau, wenn man im richtigen Moment abspringt, man bekommt auf jeden Fall die 3 Leben. Ist ein kurzes, knackiges Speedrun-Level. Und ich bin dafür, dass wir da ein Herz vergeben. Ja, auf jeden Fall, definitiv. So, dann geht's weiter mit Skylong Speedrun. Speedrun hatten wir gerade, deswegen machen wir weiter. Playable Enemy Mix. Ja, Musik, Musik, Musik. Themenlevel Swamps Evil Factory. Technik Level. 74% Abschlussrate. Ich denke mal, das sollten wir persönlich auch hinbekommen. Und warum klingelt jetzt mein Telefon? Das ist natürlich nicht so gut. Okay, Moment, ich muss mal schauen hier. Bumm, bumm, bumm. Ja, ich muss dann zurückrufen. Also ich lasse das jetzt einfach mal. Dort oben haben wir sogar noch eine 30er Münze. Aber hier geht's rein. Okay, wir machen verschiedene Techniken mit Trumps. So, sehr gut. Hier soll ich nach oben springen. Passiert aber nichts. Oder soll ich hier nicht springen? Oder soll ich die nach oben kriegen? Bin noch nicht so richtig sicher. Ach, okay. Alles klar. Alles klar. Also, der muss nach oben. Der muss hier rüber. Die muss nach oben. Jetzt muss der nach unten. Ja. Aber weiter geht er nicht nach unten. Alles klar. Der kommt jetzt da durch, weil die Mancha weg ist. Hab ich verstanden? Kann ich mitleben. Okay, Speicherflagge und ein Leben. Sehr schön. Okay, warte mal. Du musst nach oben. Du musst nach oben. Die haben wir zerquetscht. Wunderbar. Weil diese der Spike ist es ja nicht. Dieses Ding hat da den. Okay, du bist platt. Dann einmal hier nach unten. Da passiert mir, glaube ich, nichts. Dann müssen wir den wieder nach vorne drücken. Durch die Notenblöcke sollte das eigentlich klappen. Und wir können nach hier oben. Und da bekommen wir sogar noch ein Leben. Sehr schön. Also wunderbar aufgebautes Level. Und jetzt gibt es sogar noch einen Boss. Bin gespannt, wie der aufgebaut ist. Okay, Moment. Wie kriege ich den nach oben? Okay. Ich hab verstanden. Ich hab's verstanden. Ich musste da oben diesen Dings da versperren. Hier kriegt man nochmal 3 Leben. Also Leben gibt's auch genug und wir sind durch. Sehr schönes Level. Eine wunderbare Idee mit diesen Trumps. Hatten wir, glaube ich, in den ganzen Folgen, die wir da machen, hatten wir das, glaube ich, schon mal. Aber die Idee ist auf jeden Fall richtig nice und bekommt definitiv ein Herz von uns. Wir machen weiter
Musiklevel, Musiklevel, Kunstlevel, Refreshing, die müssten eigentlich alle raus. Pharah Carry Bloodforming, Techniklevel 8,72%. 443 Herzen hat das Level bekommen. Bin gespannt, ob er am Ende des Levels auch ein Herz vergeben. Aber Plattformlevel ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall richtig nice. So, wir müssen da nach drüben. Ah, mit den Springdingern, da habe ich nicht so. Okay, warte mal. Einmal dahin, dann kommen wir hier rüber. Wunderbar. Speicherpunkt haben wir erreicht. Ist gar nicht so schwer aufgebaut. So, nochmal schauen, nochmal darüber, darüber. Einmal da dran. Und jetzt müssen wir ja wahrscheinlich durch. Okay, und da sind wir am Ziel. Wunderbar. Wurde sogar so eingestellt, dass wir definitiv oben die Fahnenstange erwischen durch diesen Pfeil nach links. Ich kann damit leben. Wunderbares Level kriegt von mir definitiv auch ein toll. Kann man in 16 Sekunden schneller schaffen, aber ich bin froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. Deswegen machen wir weiter. Colorful Sky, 10 Sekunden. 8,11% Abschlussrate. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Level wie dieses Snow Level. Mal schauen, wie viele Versuche wir benötigen. Auf geht's. Okay, Drehsprung. Okay. Warum hätte ich da... Ach, da hätte ich schlittern müssen. Okay. Ich hab's verstanden. Und den Koopa hätte ich schmeißen müssen. Alles klar. Muss ich den relativ kurz davor schmeißen, oder was? Warum? Ach, einen Ducksprung muss ich da machen. Alles klar, okay. Das verstehe ich noch nicht. Dann muss ich diesen Powerblock noch... Das Ducken und Springen. Boah, wie geht denn das? Oder muss ich da überhaupt drehen? Ich muss, glaube ich, nicht drehen. Ich muss ganz normal springen nur, ne? Zeit abgelaufen. Okay, ja, ich habe aber zumindest verstanden, was von mir verlangt ist. Aber ob ich das in der Zeit hinkriege? Das ist... Ja, da darf ich sogar nicht so dolle springen bei dem anderen. Mit dem Dings hier... Da bin ich noch nicht so richtig sicher, wann ich den schießen muss, damit er mich nicht verletzt, ne? Mal sehen, ob wir das rausfinden noch. Jetzt hat es so gut geklappt. Jetzt hätte ich nicht spinnen müssen. Jetzt hätte ich einfach nur... Okay. Da hätte ich nochmal einen großen Sprung und bei dem letzten einen kleinen Sprung und dann hätte es wahrscheinlich geklappt. So. Ein bisschen zu spät mit dem Spin Jump angefangen, aber wir kriegen das Level hin. Das ist sehr gut, die Level. Da wäre es Ziel gewesen. Eine Sekunde noch. Ja, das ist wirklich knapp. Aber die machen Spaß, die Level, muss ich sagen. Wunderbar durchgekommen. Wenn man erstmal das ganze Level gesehen hat und geschaut hat, was auf einen zukommt, dann ist das wirklich richtig, richtig gut. Da waren noch ein paar tausend Sekunden jemand schneller, aber das ist mir vollkommen egal. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, deswegen können wir auch weitermachen. Musiklevel, Einzelspieler, Speedrun. Das nicht. Speedrun machen wir nicht. Airship Platforming 02.2, 9,38% Abschlussrate. Ich weiß es nicht genau. Wir probieren es einfach aus. Was uns erwartet, wird einfach. So, Dreisprung wahrscheinlich. Sehr gut.
So, dann hier rüber. Dann wahrscheinlich... Ja. Oh Gott. Wäre ich noch fast nach unten gefallen. Ich denke mal, ersten Speicherpunkt haben wir. Ersten Speicherpunkt haben wir, jawohl. Okay, da ist noch die gleiche Richtung. Ah, da haben wir Zeit verloren, definitiv. Das geht besser. Okay, nächster Speicherpunkt. Ich denke mal, ja. Nächster Speicherpunkt. Aber gut gemacht mit den... Richtig gut gemacht mit den Greifhaken da. So, diesmal sind wir da besser durchgekommen. Oh ja, yeah. Also die Level, die machen wirklich auch Spaß. Oh, gibt sogar zwei Wege diesmal. Ah, wir hätten vielleicht sogar den anderen nehmen sollen. Okay, hier oben gibt es sogar nochmal Propellerhead, Stern und die Fahnenstange ganz oben. Sehr gut. Okay, wir hätten noch unten durchrennen können. Wenn es auf Zeit geht, wollte man nicht. Aber stand da jetzt TY? Sollte da nicht eigentlich ein THX stehen oder so? Aber egal, wunderbares Level. Hat Spaß gemacht. Gerne mehr davon. Blue Glacier, Kaizo Light. Was haben wir für eine Abschlussrate? 1%ige Abschlussrate lasse ich mal lieber. Was haben wir denn hier für ein Level? Ich verstehe überhaupt nicht, was da steht. Wir schauen einfach mal rein. 27% Abschlussrate habe ich noch gesehen. Erreiche sammle mindestens eine 50er Münze und erreiche das Ziel. Okay. Das ist wieder so ein... Okay. Wie mache ich denn den? Wie mache ich denn den? Okay. Okay. Die da unten ist fake gewesen. Okay, es geht nach oben. Ja. Ich weiß nicht. Also mit der Technik, ja, okay, aber dass das jetzt so gut war. Wir machen einfach weiter. Wir machen weiter. Technik-Shooter. Evil Exit. Was ist das hier? Technik-Level schon wieder. 15,28%. Thank you for playing. Ja, ich bin gespannt, ob wir die Techniken, die hier vorausgesetzt werden, erfüllen können. Ob ich die kann, ob ich die weiß, ich habe keine Ahnung. Okay, go. Also. Ja, das erste war jetzt schon mal nicht so schwierig, ne? Also denk mal, es wird definitiv schlimmer. Jetzt kommen wahrscheinlich noch Piranha-Pflanzen. Okay. Ja, Piranha-Pflanzen auch noch. Und das letzte wird wahrscheinlich bockschwer werden. Ja. Da ist eine... Das wird richtig schwierig, ey. Da muss man ja wirklich... Ey, man kann aber auch nicht unten an die Rand springen, ne? Vielleicht gibt es da aber auch irgendwo einen Stern, dass man das schafft. Ich habe keine Ahnung, also...
Muss man da durchspringen, wenn die Mannschaft gerade ihr Maul zu haben? Aber die machen das ja so schnell da. Ah. Das ist doch pixelgenau hier. Ja. Nee, gibt kein Bu, also irgendwie geht das. Ich will jetzt hier nicht ewig probieren, deswegen machen wir weiter. Okay, Speedrun. 9,83%. Ich pack mal wieder einen Speedrun rein. Plattforming-Level wäre mir natürlich lieber, aber man muss halt das nehmen, was da ist. Und ich bewundere, wie gesagt, die Level-Erbauer. Ja, das mit den... Okay. Hä? Ach, der hätte ich nach oben springen müssen. Oh, das ist so... Ah, das ist so schlecht markiert. Das ist wirklich so schlecht markiert. Die Münzen nerven da echt jetzt. Also die Münzen nerven da... Die Münzen... Nerven da echt wirklich, ey. Ach ja, es ist wohl ein guter Speedrun. Man hat noch 7 Sekunden Zeit, aber ich bin mir nicht so sicher. Also ich werde definitiv kein Herz vergeben. War gut aufgebaut, aber nee, hat mich jetzt nicht so eingeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gib mir lieber Double Air with the Factory Rims. Okay, das sieht nach Plattforming aus. 34 Sekunden, 8,22% Abschlussrate. Sollten wir theoretisch gesehen hinbekommen. Und ich nehme definitiv auch den Speicherpunkt mit, wo wir wahrscheinlich zurück müssen und ein bisschen Zeit verbrauchen. Aber das ist, denke ich mal, egal. Bis jetzt sieht man zumindest, wo man hinspringen muss. So, Speicherpunkt, wie gesagt, einmal zurück. Oh nein, müssen wir sogar nicht zurück. Das ist sehr gut. Orientierung ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Orientierung ist ein bisschen schwierig. Aber bis jetzt kommen wir ganz gut durch. Gibt es noch einen dritten Speicherpunkt? Nein. Aber es gibt definitiv genug Leben und das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Wenn man sowas in den Endless-Challenges bekommt, freut man sich definitiv über die Leben. Und in 34 Sekunden soll man das hinbekommen. Ich habe 20 Sekunden mehr gebraucht und habe eigentlich Shifty-Chefs-Plattforming. 4,4. Okay, zwei Checkpoints. Wir schauen mal, wie weit wir hier kommen. Ich denke mal, da konnte man irgendwo cheesen bei dem anderen Level. Bei 20 Sekunden, so viel kann man eigentlich nicht aufholen. So, nehmen wir die Münze mit. Ne, die 50er Münze nehmen wir nicht mit. Okay, bis jetzt ist noch alles gut. Den Checkpoint haben wir erreicht. Wir können gleich hier weitermachen. Dann müssen wir hier rüber auf den. Dann geht es hier nach oben. Okay, da können wir... Nee, können wir diesmal nicht. Keine 50. Oh Gott. Das war fies. Ich wollte unbedingt die Münze haben. Aber das Level macht Spaß, muss ich sagen. Das ist sogar für mich... ist sogar für mich machbar. Und sowas finde ich eigentlich immer definitiv richtig gut. Oh, das war knapp, muss ich sagen. Das war sehr knapp. So, dann da drüber. Dann hier hoch und durch die Lücke. Haben wir es geschafft schon?
Okay, drei Leben gibt es definitiv. Jetzt schauen wir mal, ob hier drüben auch noch ein Leben drin ist. Aber ich denke mal, ja. Und ein Leben könnte man sich theoretisch gesehen auch noch da an der Fahnenstange holen. Sehr schönes Level, hat Spaß gemacht. Mit dem Trampolin habe ich ein bisschen lange überlegt, muss ich sagen. Wie es dann da weitergeht, von daher auch, ja. 20, 40 Sekunden langsamer. Aber okay, hat Spaß gemacht. Temple of Sun, was haben wir denn noch hier? I'm Back, Bouncy Baby Butterflies, Green Speedrun, Forgotten Fissor, keine Ahnung, sieht nach Kaiserlevel aus. A Long Ride Ahead, Pixel Perfect Jump, oh ne, da, also wir können es probieren. Difficult 3 und 36% Abschlussrate. Warum ist der Perfekt, ist da ein Block oder so? Okay. Also scheinbar kriegt diesen Sprung jeder hin. Weil das wirklich nur Rennen ist und im richtigen Moment springen. Okay, das hat jetzt nicht wirklich was mit Können zu tun, aber ist in Ordnung. MRA, The End of Evil, Kunstlevel, MP's Winner, Kaizo Light, The Beginning, haben wir schon gespielt und auch ein Like gegeben. Kurz und knackig, was haben wir denn hier? 5,46% Abschlussrate. Da sind Pilze und ich darf den Pilz wahrscheinlich nicht einsammeln, sonst komme ich nicht ans Ziel. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, ich darf diesen großen Pilz nicht. Ja. Boah, ich glaube, man kann sich auch nicht ducken hier, ne? Man kriegt sich auch nicht tot hier. Das ist Wahnsinn. Also ich sag mal, ich versuch's noch dreimal. Und dann lassen wir's. Also das ist eine richtige Herausforderung, muss ich sagen. Also da durchzukommen, ohne wirklich so einen Pilz einzusammeln. So, letzter Versuch. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Oh, keine Ahnung, oder... Komm, einmal noch. Nee, tut mir leid. Da muss ich leider passen bei dem. Aber ist in Ordnung. 1-1, but it's automatic. 1-1, but it's ready to switch. Kriegen wir noch einen Speedrun, was wir hier als letztes machen. Piranha Plants, Kaizo Light. Was haben wir denn für eine Abschlussrate? Ah, 3%. Komm, ich will noch einen Speedrun machen. Oder ein Platforming Level. Challenge House 3, Crazy Kaizo. Gib mir noch ein schönes Platforming Level zum Abschluss hier. Pirates of the Caribbean. Ist das ein Musiklevel? Ja, das ist ein Musiklevel. Aber Pirates of the Caribbean ist geil, also Flucht der Karibik. Mal sehen, ob es die Musik wirklich so übertrifft. Wir schauen mal. Also ob die Musik wirklich so ist wie aus dem Film. Wir lauschen und das ist ein schönes Abschlusslevel. Auf geht's. Bin gespannt. Ich bin echt gespannt, ob er das hingekriegt hat. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Okay, sehr gut. Und da sind wir an der Zielflagge auf dem Piratenschiff. Also von der Musik her hat es definitiv gepasst. Man hat definitiv, auch wenn man es nicht kannte, gehört, dass es Pirates of the Caribbean war. Und von daher gibt es ein Herz und wir beenden diesen Part mit einem Musiklevel. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.